Size merhaba! Deutsche Verben Almanca fiiller bölümüne hoş geldiniz. Bu dersimizde Almanca'da çok kullanılan fiillerden lieben, küsen, hayraten, fayan, umamen fiillerini öğreneceğiz. Fiillerimize geçmeden önce Almanca'da bulunan altı zamanı kısaca bir hatırlayalım. Präsens, şimdiki zaman ve geniş zamanda kullanılmaktadır. Präteritum, şimdiki zamanın hikayesini anlatmak için kullanılır. Bu zaman yazı dilinde, radyo, tv, kitap, makale vesairede kullanılmaktadır. Perfect, dili geçmiş zaman, daha çok konuşma dilinde kullanılan geçmiş zamandır. Futur 1 gelecek zaman için kullanılmaktadır. Önceden planlanmamış, gelecekte gerçekleşip gerçekleşmeyeceği kesin olmayan durumlarda, isteklerden ve tahminlerden söz edilirken kullanılır. Futur 2 gelecekte bitmişlik zamanı diyebiliriz bu zamana. Yani bir işin belirlenmiş gelecek zaman diliminde Bitmiş olması gerektiğini anlatan bir zaman kalıbıdır. Plusquamperfect, mişli geçmiş zaman veya geçmişin geçmişi olarak düşünebiliriz bu zamanı. Yani geçmişte iki olay oluyor fakat bir olay diğer olaydan daha önce gerçekleşiyor. İlk fiilimiz lieben, sevmek, hoşlanmak anlamına geliyor. Present, ich liebe. ich liebe ich liebe Präteritum, ich liebte ban seviorum ich liebte ich liebte perfekt ich habe geliebt ban ich habe geliebt ich habe geliebt. Tekrar edelim. Ich liebe. Ich liebe. Ich liebte. Ich liebte. Ich habe geliebt. Ich habe geliebt. Futurbir. Ich werde lieben. Ben ich werde lieben ich werde lieben Futuriki, ich werde geliebt haben wann sehe mich ich werde geliebt haben ich werde geliebt haben, haben. haben. plusquam perfekt ich hatte geliebt wann mich ich hatte geliebt ich hatte geliebt. Ich werde lieben, ich werde lieben, ich werde geliebt haben. Ich werde geliebt haben. Ich hatte geliebt, ich hatte geliebt. Ich hatte geliebt. Ich liebe es sehr im Sommer zu schwimmen. Işın yüzme çok seviyorum. Ich liebe es sehr im Sommer zu schwimmen. Ich liebe es sehr im Sommer zu schwimmen. Die küssen, öpmek anlamına geliyor. Präsent, ich küsse. Ich küsse. Ich küsse. Präteritum. Ich küsste. Bann Ich küsste. Ich küsste. Perfekt. Ich habe geküsst. Ban Ich habe geküsst. Ich habe geküsst tekrar edelim ich küsse ich küsse ich küste ich küste ich habe geküsst ich habe geküsst Futur bir ich werde küssen ben öpeceğim. ich werde küssen ich werde küssen futuriki ich werde geküsst haben dann ich werde geküsst haben ich werde geküsst haben plusquamperfekt ich hatte geküsst wann ich hatte geküsst ich, hatte geküsst. ich hatte geküsst. Tekrar edelim. Ich werde küssen. Ich werde küssen. Ich werde geküsst haben. Ich werde geküsst haben. Ich hatte geküsst. Ich hatte geküsst. Die Mutter küsst ihre Kinder vor dem Schlafengehen und erzählt ihnen ein Märchen. die Mutter küsst ihre Kinder vor dem Schlafengehen und erzählt ihnen ein Märchen. Die Mutter küsst ihre Kinder vor dem Schlafengehen und erzählt ihnen ein Märchen. Die Halbfiele heiraten. Evlan Mekan Ich heirate. Ban Ich heirate. Ich heirate. Präteritum. Ich heiratete. Ben evleniyordum, evlendim. Ich heiratete. Ich heiratete. Perfekt. Ich habe geheiratet. Ben evlendim. Ich habe geheiratet. Ich habe geheiratet. Tekrar edelim. Ich heirate. Ich heirate. Ich heiratete. Ich heiratete. Ich habe geheiratet. Ich habe geheiratet. Futurbir. Ich werde heiraten. Ban evleneceğim. Ich werde heiraten. Ich werde heiraten futuriki ich werde geheiratet haben ban evlan mich ich werde geheiratet haben ich werde geheiratet haben plus perfekt ich hatte geheiratet Ban evlan mischten ich hatte geheiratet ich, hatte geheiratet. ich, hatte geheiratet. ich hatte geheiratet. Ich werde heiraten, ich werde heiraten, ich werde geheiratet haben, ich werde geheiratet haben, ich hatte geheiratet, ich hatte geheiratet. Man sollte erst dann heiraten, wenn man den Menschen gefunden hat, mit dem man sich gut versteht. Ancak i anlaştığın insanı bulduğunda evlenilmelidir. Tekrar edelim. Man sollte erst dann heiraten, wenn man den Menschen gefunden hat, mit dem man sich gut versteht. Man sollte erst dann heiraten, wenn man den Menschen gefunden hat, mit dem man sich gut versteht. Die albi feiern. Kutlamak, kutlama yapmak anlamına geliyor. Präsens. Ich feiere. Ich feiere feiere Präteritum ich feierte ban kutluyordum kutladım. ich feierte ich feierte perfekt ich habe gefeiert ban gefeiert. ich habe gefeiert ich habe gefeiert tekrar edelim. ich feiere, ich feiere, ich feierte, ich feierte, ich habe gefeiert, ich habe gefeiert. Futurbir, ich werde feiern, Ben Kutlejum, ich werde feiern, ich werde feiern futuriki ich werde gefeiert haben Ben ich werde gefeiert haben ich werde gefeiert haben plusquam perfekt ich hatte gefeiert Kutle kutlamıştım ich hatte gefeiert ich hatte gefeiert, ich hatte gefeiert. Tekraridelim. Ich werde feiern, ich werde feiern, ich werde gefeiert haben, ich werde gefeiert haben, ich hatte gefeiert, ich hatte gefeiert. Örnech, Sie werden Ihre Hochzeit in diesem Sommer mit der ganzen Verwandtschaft und den Freunden zusammen feiern. Sie werden Ihre Hochzeit in diesem Sommer mit der ganzen Verwandtschaft und den Freunden zusammen feiern. Sie werden ihre Hochzeit in diesem Sommer mit der ganzen Verwandtschaft und den Freunden zusammen feiern. Die umarmen sarılmak kucaklamak ich umarme Ich umarme. Ich umarme. Präteritum, ich umarmte. Ben sarılıyordum, sarıldım. Ich umarmte. Ich umarmte. Perfekt, ich habe umarmt. Ben sarıldım. Ich habe umarmt. Ich habe umarmt. Tekrar edelim. Ich Umarme, ich umarme, ich umarmte. Ich umarmte. Ich habe Umarmt. Ich habe Umarmt. Futurbir, ich werde umarmen. Banserledum. Ich werde umarmen. Ich, werde umarmen. ich, werde umarmen. ich werde umarmen futuriki ich werde umarmt haben ich werde umarmt haben ich werde umarmt haben Plusquamperfekt. ich hatte umarmt banzerelmischtem ich hatte umarmt ich hatte umarmt Tekrar edelim. ich werde umarmen ich werde umarmen ich werde umarmt haben ich werde umarmt haben ich hatte umarmt ich hatte umarmt Örnech, die Mutter umarmt ihr Kind liebevoll. Anne çocuğunu sevgiyle kucaklıyor. Tekrar edelim. Die Mutter umarmt ihr Kind liebevoll. Die Mutter umarmt ihr Kind liebevoll. Bu lieben, küssen, heiraten, feiern. umamen fiillerini öğrendik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.